Dorn, wir sind beide gleich. Meine Hände sind auch nicht sauberer. Ich kann Marlene dann auch nicht tragen. Was ist? Schwell nach oben. Wie gesagt, du brauchst die Erlaubnis vom Boss. Du musst das Kokobo-Rennen gewinnen. Dein hat seine Gründe und kann nicht reden. Stattdessen habe ich dies hier bekommen. Ja, zum... Schwell nach oben. Gut. Hast du Dein getötet? Du musst es gewesen sein, sonst hättest du das Ding nicht. Also, Dein ist tot. Vielleicht geht's dann hier ein bisschen ruhiger zu. Dein war es all... War es egal, wer die Leute waren. Dein... Ein Dreck, weißt du. Gut. Ich meine, nein, ich weiß nichts. Entschuldigung. Bringst du uns dann hier raus? Hä? Oh, Mann, ihr rafft's wohl nicht. Ich hab euch gesagt, es gibt nur eine Chance, hier rauszukommen. Man muss das Kokobo-Rennen gewinnen, das oben in Goldsauce veranstaltet wird. Und es kann nur ein Teilnehmer auf einmal raufgehen. Wie bitte? Nein, echt. Auch wenn du mich bedrohst. Das sind nun mal die Regeln, da kann ich nichts ändern. Sonst würde das ganze System hier zusammenbrechen, das kann ich nicht verantworten. Okay, ich lass einen raufgehen. Danach muss er es mit dir aufnehmen. Alles klar. Cloud, geh du. Wir warten hier unten. Beeil dich, gewinn das Kokobo-Rennen und holen uns hier raus. Viel Glück, Cloud. Toll. Bist du nun soweit? Jetzt brauchst du noch einen Trainer, der dich anmeldet und dir einen Chocobo besorgt. Hallo allerseits, ich habe zufällig mitgehört. Esther. Ich werde dein Trainer. Nun, ich habe nichts dagegen, aber... Das ist Esther. Sie sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber es gibt keine bessere Trainer für das Rennen. Dazu sage ich nichts. Nun ja. Hallo, wie geht's, Cloud? Alles klar, Cloud. Ich schick dich mit dem Lift rauf, Esther erklärt dir die Details. Also das ist passiert. Ich werde persönlich mit Dio reden. Konzentrier du dich aber auf das Rennen. Ach ja, um nochmal auf die andere Frage zurückzukommen. Es gibt viele verschiedene Typen von Chocobo-Jockeys. Es ist nicht nur für Kriminelle. Manchen Leuten geht es um Berühmtheit, manchen um das Geld. Manchen Leuten geht es nur um die Ehre. Und dann gibt es noch Leute wie dich. Oh ja, ich bring dir bei, wie man einen Chocobo reitet. Ja. Zuerst die OK drücken. Und Auto oder manuell wählen. Das ist wichtig, okay. Anders gesagt, entweder zügelst du den Chocobo oder du lässt ihn alleine reiten. Aber es ist ziemlich schwer, den Chocobo zu lenken, wie du willst. Wenn ich der Chocobo nicht mag, gehorcht er dir nicht. Du kannst gar nichts machen. Aber die meisten Chocobos, die ich dir zur Verfügung stelle, sind zahm und du müsstest mit ihnen umgehen können. Wenn du reitest, drück Wechseln zum Schleunigen und Abbruch, um langsamer zu reiten. Aber wenn du schneller reitest, als der Chocobo verkraften kann, dann verliert er ganz schnell an seiner Ausdauer. Und verwende die Pfeiltasten, um den Chocobo nach links und rechts zu bewegen. Und okay für einen Geschwindigkeitsschuh. Aber natürlich geht auch die Kondition schneller zur Neige. Es gibt einige griesgrämige Chocobos, die sich übernehmen und sehr schnell ihre Ausdauer verlieren. Für solche Chocobos solltest du die Steuerung auf manuell schalten und sie bremsen. Schließlich noch einen Ratschlag für Eilige. Sobald das erste und zweite Chocobo die Ziellinie überquert haben, drück sofort auf Start, um das Rennen zu beenden. Ja. Hi Leute, wie geht's?
Bist du neu hier? Hi, Joe. Hallo, Esther. Du bist hübsch wie immer. Danke. Darf ich bekannt machen? Laut. Das ist Joe, einer der besten Jockeys. Nett, dich kennenzulernen, Cloud. Wenn du zu Esther gehörst, dann... Richtig, er ist ein aufstrebender Jockey. Esther ist seit einem Tag hier und hat es schon hier heraufgeschafft. Was? Ach so, ich verstehe. Also, was hast du da unten gemacht? Entschuldigung, er hat nicht nach der Vergangenheit gefragt. Sehr interessant, ich habe das Gefühl, wir sehen uns wieder. Na dann, bis später, Cloud. Ich sehe mal nach meinem Chocobo. Nach dem Chocobo. Warte einen Moment. Oh, und das ist was Blinkendes. Materia Ramu. Okay, keine Speichermöglichkeit. Nicht schön. Wir müssen jetzt warten. Das Rennen fängt gleich an. Die Jockeys für das nächste Rennen bitte zum Sattelplatz. Ich wiederhole. Ja, jetzt gehen sie alle. Alle meine Gegner. Ich will einen Chocobo. Einen Chocobo. Und das nächste Minispiel wird dann gleich starten. Also wie wird das Ente... Nee, warte mal. Ich habe Ente, okay. Und... Cloud. Ah, ansprechen. Danke, dass du gewartet hast. Das ist ein Chocobo, den ich selbst trainiert habe. Der verliert nicht leicht. Oh ja, weißt du, wie man auf einem reitet? Hat sie mir erklärt. Okay, um auf dem Manuell zu stellen. Abbruch für Bremsen. Ich glaube, Wechseln war Beschleunigen und okay, ein Schub. Und Steuer natürlich, so. Ah, da war Manuel. Okay. So, ich versuche mal genau. Ich habe mich an die Spitze gesetzt und versuche jetzt einfach die zu behindern. Leider ist es abhängig eher vom Chocobo, ob ich hier gewinne oder verliere. Und ich glaube, sieht schlecht aus. Ich versuche denen den Weg zu versperren. Aber wie man sieht, wurde ich gerade wieder überholt. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel meiner Ausdauer verbrauche für den Endspurt. Puh, der gleich beginnt. Jetzt muss ich aufpassen. Komm schon. Ich muss als Erster ins Ziel. Das schaffst du noch, das schaffst du noch. Nein! Nein! Okay, Pech. Du warst so nah dran. Ich hol dir einen besseren Chocobo. Warte hier, ja? Ach, da hat meiner nicht genug Speed drauf gehabt. Das lese ich nicht vor. Ja, jetzt gehen sie wieder alle und Esther kommt gleich wieder mit einem neuen Chocobo und wir versuchen unseren zweiten Try. Irgendwann wird's klappen. Dann haben wir einen gescheiten Chocobo, der schnell ist und Ausdauer hat. Aber die Taste hier zum auf manuell stellen, die musste ich erstmal finden. Die war nicht die wie angegeben. Cloud. Danke, dass du gewartet hast. Das ist ein Chocobo, den ich selbst trainiert habe. Der verliert nicht leicht und ich wiederhole mich. Ja, ich weiß, wie ich einreite. So. Dann viel Glück. Man sieht da vor uns rennt einer sprinten die schon ziemlich stark.
Der Lillane will an uns vorbei mit Sprint. Ha, das verhindere ich. Die vor uns sollen ruhig sprinten, weil umso mehr sie sprinten, oh, umso schneller werden sie, ja, müde. Dann haben sie keine Kraft mehr für den letzten Sprint. Ey, das sieht gut aus. Das sieht echt gut aus. Wenn nach links, mehr nach links, genau. Die Kurve nehmen und jetzt nach rechts. Jawohl. Nächste Kurve ist wieder rechts. Schön um die Ecken, genau. Und nächstes links. Und jetzt aufpassen. Ich schau mal auf die Übersicht, wann einer losfängt zu sprinten. Bisher keiner. Oh, dann laufe ich einfach rein. Sieg! Ich wurde Erster! Herzlichen Glückwunsch, jetzt ist alles bestens. Ach ja, der Besitzer hat mir gesagt, ich soll dir diesen Brief geben, falls du gewinnst. Junge, wenn du diesen Brief liest, dann musst du gewonnen haben und einen Sieg errungen haben, den du bestimmt verdient hast. Ich habe von Esther etwas über Dean erfahren. Da du gewonnen hast, verspreche ich dir, dass du mit all deinen Freunden begnadigt wirst und dass ihr alle freigelassen werdet. Ich habe auch sozusagen als Entschuldigung ein kleines Geschenk für die Reise vorbereitet. Es tut mir leid, dass ich es dir nicht persönlich sagen kann, aber ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Mit freundlichen Grüßen, Dio. Ein Geschenk? Cloud, das ist fantastisch. Der stellvertretende Geschäftsführer ist gerade vorbeigekommen und hat einen Buggy für dich dagelassen. Jetzt können wir ohne Probleme durch Wüsten und Flüsse fahren. Gut, Cloud. Ich warte draußen. Der Brief geht noch weiter. PS. Ich habe vor kurzem Sephiroth kennengelernt. Er muss viele Anhänger unter den Jungs deines Alters haben. Warum besorgst du dir nicht sein Autogramm? Er scheint südlich des Flusses nach Gongaga gereist zu sein. Sephiroth. Jetzt heißt es also Abschied nehmen. Ja? Na, wenn du deine eigene Renn-Chocobo hast, komm wieder mal vorbei. Ich kümmere mich um deine Anmeldung und alles andere. Bis dann. Barrett brauchen wir nicht wieder. Nehmen wir wieder Juffy mit. Ja. So fährst du den Buggy. Klicke auf OK, um einzusteigen. Klicke auf Abbrechen, um auszusteigen. Buggys können über hier niedrige Flüsse und Wüsten durchqueren. Mit einem kannst du selbst in die Costa del Sol und Yuna vordringen. Fahre einfach auf dem Frachtschiff mit. Ja, das könnten wir. Aber wollen wir nicht. Wir müssen jetzt zum nächsten Ort. Das ist hier entlang. Unser Buggy. What? Da kommen auch Gegner? Ach ja, tatsächlich. Der Blitz. Ach ja, wir haben eine neue Aufrufsubstanz. Ramu, das ist deine Blitzaufrufsubstanz. Aber langsam sollten wir mehr Slots bekommen. Reine Stille. Sehr schön, sie hat ihre Limit bekommen. Ich rüste vielleicht noch schnell. Was heißt hier schnell? Chocobo. Hier ist ihr Chocobo. Sie kriegt jetzt das stärkere Ramu. Und der habe ich noch gar keine gegeben. Sie kriegt die von Barrett wieder. Halt, da gibt's, ich glaube, Moment, das zeige ich mal schnell. Nee, alles entfernen nicht. Ich glaube, Barrett auswählen, Juffy auswählen. Nope, alle getauscht. Dann kann sie aber noch einen tragen. So, was geben wir ihr? Was ist wichtig? Fernangriff, Schutz. Vielleicht eine Alle? Ja, eine Alle. Hier eine bessere Alle.
und Ifrit wieder. Jetzt noch alle schön heilen. Ja, zornig sind auch alle. Dann verabschiede ich mich für dieses Mal und mache erstmal eine kleine Pause. Bis zum nächsten Mal. Ciao!